Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Marco von Ödisch. Ausgezeichnet, dass ihr eingeschaltet habt. Denn in diesem Videotutorial geht es nochmals um HTTP2. Und zwar habe ich jetzt oft die Frage bekommen, ja, woran sehe ich denn im Browser, ob ich jetzt HTTP2 nutze oder noch das HTTP1.1? Und woran sehe ich denn überhaupt, ob ich nur eine Verbindung nutze oder nicht? Ja? Und diese Frage möchte ich in diesem Video lösen. Los geht's! Okay, wir sehen hier auf der linken Seite, rufe ich hier eine Webseite aus. Ich habe die jetzt mal bei Amazon Web Services gehostet. Und auf der rechten Seite ist es quasi die gleiche. Links gehe ich direkt auf meinen Bucket und rechts habe ich eine Domain eingerichtet. Die geht über HTTP2. Also nochmal, links HTTP1, rechts HTTP2. So, ich mache mal einen Reload, damit man das einigermaßen sieht. Wie man sieht, hier ist nicht viel passiert. Der Reload war instant. Und hier hat es schon ein bisschen geflackert. Okay, anyways, woran sehe ich, welches Protokoll verwendet wird und wie viele Connections? Also, ich habe jetzt mit unter Mac Command Alt J diese Developer-Konsole aufgemacht. Ich mache das mal auf der anderen Seite genauso. So, ja, gehe auf den Network-Tab. Dann sagt er, ich muss einmal reloaden, damit jetzt aufgezeichnet werden kann. Ich mache jetzt erst einmal hier, mache einen Reload. So, dann sehen wir, hier passieren viele Dinge. Gibt es so ein paar Eigenschaften, die ich mir anzeigen lassen kann und welchen mich ausblenden lassen kann. Und dann sehe ich jetzt hier, man kann übrigens rechte Maustaste draufklicken und dann anzeigen, was man möchte, was man braucht, was man nicht braucht, kann man wegklicken. Und ich habe jetzt mir hier die Connection ID eingezeichnet. Das zeigt mir quasi die TCP-Verbindungen an pro Seite. Genau, und ja, Methode, Status und Protokoll. Das heißt, ich lade hier Bilder mit einem GET-Request, ich kriege den Status 200 zurück, deswegen sehen Sie halt auch. Und man sieht hier, es wurde das Protokoll HTTP 1.1 verwendet. Und hier sieht man, wie der Wasserfallverlauf ist, ne? der ganzen Seite, die ich aufgerufen habe. Also es ist alles nacheinander, man sieht hier so ein paar Dinge parallel. Das heißt, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Connections aufgemacht worden, ja, also 5 TCP-Verbindungen. Und dann ist das erstmal blockierend. Und dann erst dauert es wieder eine Weile, bis die nächsten wieder aufgemacht werden, wenn wieder Verbindungen aufgebaut werden, um die restlichen Bilder nachzuladen. Ja? Wir hatten ja schon mal in meinen vorherigen HTTP-2-Tutorials die Sache geklärt, dass quasi HTTP 1.1 quasi blockierend ist. Ne? Der Browser macht halt nur mehrere Verbindungen parallel auf und versucht quasi das ein bisschen zu kompensieren, dieses Warten auf den vorherigen Requests und so weiter. Okay. Also wir sehen, das ist ein Wasserfallmodell, es geht alles so irgendwie hintereinander nach unten. Und jetzt schauen wir uns das gleiche mal. Achso, und hier sieht man übrigens TCP-Verbindung. Ne? Also hier ist eine, 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 hier ist eine. Also ich sage jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt, so 10 Verbindungen. Jetzt machen wir das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Ich drücke Reload. Bam. Jetzt sehen wir, wenn ich es hinkriege, hier H2, die Kurzform für HTTP2, wird verwendet als Protokoll. Und jetzt der entscheidende Moment, hier geht alles über ein und dieselbe TCP-Verbindung. Ja? Also wir sehen hier ein und dieselbe ID, Connection ID, im Gegensatz zu hier auf der anderen Seite. Okay? Und wir sehen auch hier, dass alle Bilder und JavaScript-Files in meinem Fall parallel geladen werden. Ja, so, und damit kann man sich das einfach schon anzeigen lassen und schauen, was läuft denn alles schon über eine Connection. Und ich empfehle hier an dieser Stelle nochmal, wenn ihr irgendwie versucht umzustellen auf HTTP2, fangt mit euren Assets an, das boostet eure Webseite ungemein. Also Assets meine ich sowas wie JavaScript, CSS, HTML, was auch immer, alles was so ein bisschen statisch ist, ne? Schriftarten, ja, du weißt schon Bescheid. Icons und so weiter und so fort. Ja, ich denke, an dieser Stelle weißt du jetzt, wie du erkennst, ob HTTP2 verwendet wird und ob nur eine Connection aufgemacht worden ist. Und hat dir das Video gefallen? Gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht getan hast, läute die Glocke und wenn du Fragen hast, melde dich bei mir und wir sehen uns im nächsten Video. Und schau dir auch noch die anderen HTTP2 Videos an.
sind sehr empfehlenswert. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Marco. Ciao.